lebt eine kleine Kolonie Humboldt-Pinguine. Und diese Pinguinart hat ihren Namen indirekt von dem deutschen Naturforscher Alexander von Humboldt. Indirekt? Nun, Humboldt ist ein großer Meeresstrom benannt worden, der Humboldt-Strom. Und genau dieser fließt an der Heimat dieser Pinguinart vorbei. Denn die Humboldt-Pinguine, die leben an der Westküste Südamerikas, sprich an den Küsten von Peru und Chile. Weltweit gibt es 17 verschiedene Pinguinarten und ein großer Irrtum. Ja, das ist keinesfalls so. Von den 17 Pinguinarten sind es nämlich genau 3, die tatsächlich in der Antarktis leben, während sich alle anderen an den Küsten der Südhalbkugel unserer Erde angesiedelt haben. Und so finden wir Pinguine zum Beispiel in Australien, in Neuseeland, in Südafrika, an beiden Küsten Südamerikas. Ja, und es gibt sogar eine Pinguine. Ja, und eingangs sagte ich ja bereits, lauter Tiere, die perfekt an das Leben am und im Wasser angepasst sind. Und einige dieser Anpassungen Nachmittag auch etwas. Was die meisten anderen Vögel können, nämlich fliegen. Ja, Mutter Natur hat gesagt, die habe ich euch genommen. Dafür gebe ich euch aber einen Haufen andere tolle Sachen mit auf euren Lebensweg. Ja, wenn wir uns die Tiere einmal ganz genau anschauen, dann stellen wir fest, dass sich ihr Körperbau, dass die Tiere beim Schwimmen keinen Luft haben. Ja, die Flügel der Tiere, die haben sich zu einer immer noch Flügel, aber sie haben immer eine Flossenform. Ja, und sie haben eigentlich auch die Flossen bei den Robben. Sie dienen nämlich als Antrieb beim Schwimmen. Das heißt, durch kräftige Auf- und Abbewegungen der Flügel bewegen sich die Tiere. Wasserscheiben beobachten, ja, dann schaut es tatsächlich so aus, als würden die Tiere durch das Wasser fliegen. Ja, an ihren Füßen und diese dienen als Ruder, als Steuer beim Schwimmen oder auch in den Ruhephasen einfach nur als Paddel. Ja, eine ganz besondere Anpassung an das Leben im Wasser bzw. am Wasser. Alle Vögel Feder. Ja, und das Deckgefieder, das ist dachziegelartig angeordnet. Auch hier haben wir also wieder den Vorteil, dass die Tiere beim Schwimmen keinerlei Widerstand haben. Unter diesem Deckgefieder, da befindet sich dann das sogenannte Dunengefieder, das auf der Haut wächst. Ja, und unter der Haut, da befindet sich eine dicke, fette Speckschicht. Und jetzt können wir sagen, Amerika, da ist doch eigentlich schön warm. Wozu brauchen die Tiere jetzt eine dicke, fette Speckschicht? Nun, der Humboldt-Strom, in dem die Pinguine jagen, der hat eine durchschnittliche Wassertemperatur von 5 bis 8 Grad Celsius. Ja, und das ist also doch schon ganz schön frisch. Damit die Tiere also im Wasser nicht auskühlen, brauchen sie dort eine Bioheizung. Und das ist eben zum einen ganz, ganz Tolles. Sie können nämlich in ihrem Dunengefieder eine Luftschicht anlagern. Und diese Luftschicht, wie bei uns Menschen eine Luftmatratze beim Zelten, sie isoliert nämlich die Wärme von. Ist diese Luftschicht nicht dauerhaft? Die Tiere verlieren diese. Auch hier bei uns im Tiergarten. Wenn die Tiere nämlich unter Wasser schwimmen, dann steigt hinter ihnen ein Bläschen auf. Ja, und wenn Sie das beobachten, dann denken Sie bitte nichts Unanständiges. Das hat nichts mit der Verdauung der Tiere zu tun, sondern es ist eben die Luftschicht, die aus dem regelmäßig an Land zurückkehren, um eben genau diese Luftschicht zu erneuern. Ja, wenn wir schon einmal gerade beim Gefieder sind,
Die Pinguine werden ja sehr oft liebevoll als die kleinen Frackträger bezeichnet. Ja, diesen Frack, den haben sie jetzt aber nicht, weil sie besonders vornehme oder besonders eitle Tiere sind, sondern der hat eine ganz wichtige Funktion. In ihrem natürlichen